Geschichten aus Absurdien. XXL Special Folge A0. Die Reise nach Lünestal. Eine Comedy von Stefan Fabri für Hörtalk. Stimmt. Dann los! In Schloss Scheffel auf dem hohen Scheffelberg im fernen Lande Absurdien lebte einst die Gräfin Klokynia zusammen mit ihrem Gefolge, nämlich dem alten Butler Monokophan aus Bajurien, der Zofe Liliane Lobelich und dero Schwester Loreline sowie einem pechschwarzen Kanarienvogel. Während Monokophan und Liliane sich um die Erledigung der täglichen Pflichten im Schloss kümmerten, war es die vorrangige Aufgabe der hübschen Loreline, Modell für Klokynias Gemälde zu stehen und die des Kanarienvogels fleißig zu singen. Mit den Bildern der Gräfin verdienten unsere Schlossbewohner das nötige Gold, um die Ausgaben zu bestreiten, die das überschaubare Leben auf ihrem Anwesen so mit sich brachte. Verkäufe und Besorgungen wurden auf dem Markt des Dörfchens Fassheim getätigt, welches sich unauffällig an den Fuß des Scheffelberges schmiegte. Dort hinunter schickte die Gräfin regelmäßig ihre Bediensteten. Sie selbst aber verließ ihr Zuhause so gut wie nie, und sie war es auch, die penibel darauf achtete, dass die Fenster im Schloss abends stets gut verschlossen wurden, damit alles Licht in Scheffel blieb. Das war ihr wichtig. Im Allgemeinen verlief das Leben auf dem hohen Scheffelberg in ruhigen Bahnen. Nur die Laune der Gräfin ließ gelegentlich zu wünschen übrig, woran ihr Gefolge aber gewöhnt war. Ungemütlich wurde es höchstens, wenn etwas über längere Zeit nicht so funktionierte, wie es sich die Gräfin vorstellte. Dann konnte Klokynia von Scheffel zu Scheffelberg schon mal zu Marderhaarpinseln oder javonischen Küchenmessern greifen und um sich werfen. Zur Zeit, in der diese Geschichte spielt, war das ärgerlichste Problem der permanente Mangel an Leinwand für die großen Ölgemälde der Gräfin. Auf dem Markt von Fassheim war Leinwand nach einem langen Winter kaum noch zu bekommen. Klokynia hatte zwar derweil auch mit Aquarellen für eine Buchillustration begonnen, aber dieses Projekt warf noch nichts ab. Noch während man nach Auswegen suchte, kündigte sich an einem verregneten Spätwintertag überraschend ein fremdartiger Besucher auf Schloss Scheffel an. Ihre Gnaden, ich weiß, dass Sie nicht gern gestört werden, wenn Sie frühstücken und Ihnen Loreline Gesellschaft dabei leistet. Aber es ist soeben ein Besuch eingetroffen. Er sagt, er sei weit gereist, um Ihnen eine Botschaft zu überbringen. Eine Botschaft? So früh am Morgen? Och, hat er dir gesagt, um was es geht, Monokophan? Nein, er will nur mit Ihro Gnaden selbst sprechen. Irgendwie sieht er so aus wie einer der bronzefarbenen Fremden, die im letzten Sommer eine Sänfte zu uns, den Scheffelberg, hinauftrugen. Erinnern Sie sich? Ach ja, hat er denn auch so ein komisches Handtuch um den Kopf gewickelt? Handtuch? Ach, das war, bevor du zu uns nach Scheffel gekommen bist, Loreline. Ganz genau. Vielleicht brauchte er diese Bedeckung zum Schutz gegen den Regen. Ich habe ihn, wenn Sie verzeihen, Ihre Gnaden, trotzdem hereingebeten, damit er nicht völlig aufweicht. Er wartet nun draußen im Vorzimmer und Liliane ist bei ihm geblieben. Na gut, bitte ihn herein, Monokophan. Verehrte Gräfin, das ist... Oh, herrliche Gräfin und Beherrscherin des Scheffelberges, seid bedankt für die Gnade, Mahib, den Unwürdigen im Staube zu ihren Füßen zu empfangen. Was macht er denn da? Ist er gestolpert? Und Staub?
Wo ist Staub? Liliane, hast du das Frühstückszimmer nicht gründlich gefegt? Doch natürlich. Ich denke eher... Wartet, liebe Gräfin. Ich kenne diesen Menschen. Er ist Sklave im Palast von Lynistan, wo ich früher ebenfalls lange lebte. Er begrüßt sie nur. Lynistan? Ach so! Ja dann, guten Morgen. Nun, Sklave. Sein Name ist Mahib. Und jetzt? Sie müssen ihn bitten, sich zu erheben, liebliche Gräfin. Vorher wird er nicht weitersprechen. Nun denn, erhebe dich, Mahut, Sklave, und sprich. O herrliche Gräfin Glukynia von Scheffel zu Scheffelberg, ich, Mahib, erster Sklave am Hofe von Exzellenz Maharaja Keks, seines Zeichens Herrscher über ganz Lynistan, grüße Sie untergebenst und bitte, Ihro Gnaden, eine Nachricht meines Herrn und Meisters ausrichten zu dürfen. Oh, so weit seid ihr, bist du hergereist, ganz allein. Kennst du denn auch einen gewissen Aladdin? Lynistan, daher wohl auch das Handtuch auf dem Kopf dieses Menschen. Und ist der Maharaja nicht der Typ mit den vier... Ja, Monokophon. Aber das ist kein Handtuch, sondern ein Turban. Den tragen in Lynistan alle Leute auf dem Kopf. Regnet es da ständig? Ja, wahrscheinlich. Von mir aus ist das ein Turban. Aber könnten wir vielleicht diesen Sklaven endlich zu Wort kommen lassen? Pardon, selbstverständlich, Ihre Gnade. Also, was für eine Botschaft hast du mir... Ach, von Exzellenz, keine Ahnung, Keks zu überbringen, Mahmud. Mahib, Sie werden sofort mehr Ahnung haben, o Glukynia, Herrscherin über den Scheffelberg. Denn mein Herr und Meister Maharaja Keks hat mich unwürdigen beauftragt, Ihnen in aller Ergebenheit die Offerte zu einem höchstpersönlichen Besuch bei seiner Exzellenz im Palaste von Lynistan zu überbringen. Kann das jemand für mich übersetzen? Wartet. Ein Besuch? Du willst damit sagen, ich bin nach Lynistan eingeladen? Sie haben es mit unübertrefflichem Scharfsinn auf den Punkt gebracht, o Gräfin Glukynia. Maharaja Keks würde sich über Ihre Gnaden Anwesenheit außerordentlich freuen. Sie können selbstverständlich so viele Ihrer hier anwesenden eigenen Sklaven mitbringen, wie Sie für erforderlich halten, und es wird Ihnen eine komfortable Reisekutsche zur Verfügung stehen. Mit dieser bin ich nämlich schon bis nach, Fässchen gereist, und sie ist jederzeit wieder zur Abfahrt bereit. Wo gibt es hier anwesende Sklaven? Und wo ist Fässchen? Er meint sicher unser Dorf Fassheim. Dann wartet da sogar schon eine Kutsche. Aber sage mir, Mahib, ist vielleicht zufällig auch Aladdin, der erste Diener des Maharaja, mit dir mitgekommen? Lass uns bei der Sache bleiben, Liliane. Also, wie war das? Wieso werde ich nach Lynistan eingeladen? Nun, der Maharaja hat diese Frage in seiner unermesslichen Weisheit vorausgesehen und mich beauftragt, Ihnen zu versichern, dass es aus reiner Freundschaft und Dankbarkeit geschieht, weil Sie ihn einstmals, als er in Absyrien beinahe verhaftet wurde, selbstlos aus einer prekären Lage halfen. Ach, die Sache mit der geraubten Goldkassette und dem Wegezoll für die Weiterreise nach Anrüchika, den wir für ihn bezahlten. Genau das. Mein Herr hat das niemals vergessen und lässt im Übrigen auch garantieren, dass er mit seiner Einladung nun keine neuen Heiratsabsichten verbindet, falls Ihre Gnaden das befürchten mögen. Vier Frauen sollt ja wirklich reichen. Also gut, ich will das glauben. Aber du verstehst sicher, dass ich darüber erst einmal nachdenken muss, Sklave Maßkrug. Mahib, selbstverständlich. Gut, nachdenken muss.
Natürlich bin ich sehr geehrt, aber das kommt doch alles etwas überraschend. Loreline? Ja, liebliche Gräfin? Kümmere dich bitte um diesen Sklaven. Ich will mit mir zu Rate gehen. Ich erteile meine Antwort, sobald es mir möglich ist. Ich werde geduldig warten, o Herrscherin. In Ordnung. Komm mit mir, Mahib. Gerne. Bist du nicht die schöne Loreline, die einst unserem Herrn Maharaja Keks jeden Abend eine Geschichte erzählte? Und jetzt dienst du also als Gesellschafterin der Gräfin von Scheffel zu Scheffelberg in Absyrien? Gesellschafterin und Modell für ihre Bilder. Ja, das bin ich. Geschichten erzähle ich ihr übrigens auch. Und? Wie läuft es so im Palast von Lünistan? Oh, was kann ein Nichts wie ich darüber wissen? Aber sagt, hat eure Küche vielleicht zufällig Mehlwürstchen? Man hat mir nämlich berichtet, dass... Verehrte Gräfin, eine Einladung nach Lünistan. Zu aller, ich meine, zu Maharaja Keks. Und die Kutsche ist auch schon da. Wie wundervoll. Ich packe sofort. Wann wollen wir aufbrechen? Aufbrechen? Wieso aufbrechen? Dazu müsste ich Schloss Scheffel verlassen. Natürlich, aber... Aber das wäre ja etwas ganz Neues. Das habe ich nicht vor, weder jetzt noch irgendwann. Ich habe nur aus Höflichkeit nicht sofort abgesagt. Abgesagt? Aber warum? Der Maharaja... Oh, Maharaja! Maharaja! Er wird es verstehen! Gut, eines muss man ihm lassen. Habt ihr bemerkt, wie mich dieser Mahmed begrüßt hat? Mahib? Nun ja. Er hat sich auf den Boden gelegt und nach Staub Ausschau gehalten. Ja, seht ihr? So etwas nenne ich Stil und gute Erziehung. Davon könnt ihr euch noch eine ordentliche Scheibe abschneiden. Während der Sklave Mahib vorübergehend in einer Dachkammer des Schlosses untergebracht wurde, setzte auf Scheffel eine zwischenmenschlich kritische Phase ein. Denn nicht nur Liliane war von der Aussicht auf eine Reise nach Lünistan höchst entzückt. Auch Monokophan gefiel der Gedanke außerordentlich, endlich einmal wieder etwas anderes sehen zu können. Und sogar Loreline freute sich über die Gelegenheit zu einem Besuch ihrer alten Wirkstätte. Nur die Gräfin sperrte sich. Zu schrecklich war der Gedanke, ihr Schloss verlassen zu müssen. So drohte das ganze Vorhaben zu scheitern, bevor es überhaupt anfing. Das aber konnte Clocunias treues Gefolge unter keinen Umständen akzeptieren. So eine einmalige Gelegenheit würde man vermutlich kein zweites Mal so schnell bekommen. Deshalb stieß Clocunia auf einen überraschend einhelligen und nachdrücklichen Widerstand. Liliane, Loreline und Monokophan versuchten es natürlich zunächst mit viel gutem Zureden und flehentlichen Bitten. Und als das nichts half, erklärte sich Monokophan sogar bereit, trotz seiner etwas steifen Gelenke, künftig eine neue Art der morgendlichen Begrüßung in Betracht zu ziehen, wenn die Gräfin nur gewillt sei, diese Reise anzutreten. Leider war auch das vergeblich. Und daher blieb den drei Bediensteten am Ende nur noch ein Ausweg. Liebliche Gräfin, auch wenn der Abend schon fortgeschritten ist, müssen wir Ihnen noch eine wichtige Mitteilung machen. Ja, und dazu steht ihr hier alle drei herum, wie bestellt und nicht abgeholt? Ist wieder irgendetwas Schlimmes passiert? Nun, eigentlich nicht. Wir möchten Ihnen nur sagen, dass wir einen Schlossrat gegründet haben. Bitte wie? Was soll denn ein Schlossrat sein? Viele moderne Unternehmen, liebliche Gräfin, profitieren von einer Mitarbeiterinteressenvertretung. Wir fanden es an der Zeit, dass auch auf Schloss Scheffel ein solches Gremium eingesetzt wird. Hä? Gremium?
Mitarbeiterinteressenvertretung? Vertrete ich eure Interessen nicht genug? Nun, ein Schlossrat tritt an, um ein respektvolles Gleichgewicht zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sicherzustellen. Du kennst wirklich gute Sprüche, Loreline. Das muss man dir lassen. Papalapap, ich verstehe nur Bahnhof. Meinetwegen könnt ihr auch einen Küchenrat oder einen Folterkammerrat gründen, wenn euch das Spaß macht. Offensichtlich habt ihr nicht genug zu tun. Jetzt lasst mich in Frieden. Sofort. Ich übergebe das Wort nur noch kurz an unseren neu gewählten Schlossratsvorsitzenden und Schriftführer, Monokofan. Seid ihr jetzt komplett verrückt geworden? Ihre Gnaden, im Auftrag unseres dreiköpfigen Krümiums verkündige ich das Ergebnis unserer ersten Schlossratssitzung, die wir heute Nachmittag abgehalten haben. Jetzt ist aber genug! Liliane, hast du dich diesem Unsinn etwa auch angeschlossen, den diese zwei da veranstalten? Ja, verehrte Gräfin, wir sind uns einig. Ich glaube es nicht. Und worüber seid ihr euch einig? Der Schlossrat von Scheffel zu Scheffelberg hat angesichts ihrer Gnaden Verweigerung, eine Reise nach Lülistan anzutreten, heute den einstimmigen Beschluss gefasst, einen Generalstreik auszurufen. Generalstreik? Liliane, Loreline, ist schon wieder der 1. April? Nein, verehrte Gräfin, wir wollen alle nach Lünistan. Und solange Sie sich weigern, legen wir die Arbeit nieder. Mit sofortiger Wirkung. 1000 Tontöpfe und Thunfische! Was heißt das bitte? Das heißt, Ihre Gnaden, dass ich keine frischen bajorischen Brezeln mehr backe und keine abgebrannten Fackeln mehr ersetze, Loreline nicht mehr Modell steht und keine schönen Geschichten mehr erzählt und Liliane weder Räume fegt, noch Ihre Gnaden bei der Herstellung von Ihrer Hagebuttenmarmelade zur Hand geht. Mit anderen Worten, es geht nichts mehr. Es sei denn, Sie ändern Ihre Haltung, liebliche Gräfin. Es liegt ganz bei Ihnen. Das ist ja Umsturz! Meuterei! Palastrevolution! Überlegen Sie es sich in Ruhe, Gräfin. Das Schlossratsbüro in Monokofans Kammer nimmt neue Verhandlungsangebote der Arbeitgeberseite jederzeit entgegen. 1000 Teufelskrallen! Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ich mich darauf einlasse! Zugegeben, selbst wenn man weit zurück in die historische Vergangenheit von Schloss Scheffel blickt, hatte es so etwas noch nie gegeben. Einen Schlossrat. Keine Brezeln, keine Fackeln, keine Marmelade. Der wahre Supergau. Man kann sich gut vorstellen, wie Clocunia so etwas handhabte. Dachten diese naiven Aufrührer denn wirklich, dass sie auf eine so lächerliche Weise ihren Widerstand brechen könnten? Nun, nach 3 Tagen mit einem guten Dutzend gräflicher Wutanfälle, mehreren Sätzen ruinierter Marderhaarpinsel und manch einem zerbrochenen javonischen Küchenmesser fanden sich unsere Schlossbewohner jedenfalls in der folgenden interessanten Lage wieder. 1000 Teerfässer! Das soll eine bequeme Reisekutsche sein? Och, es ist eng und dunkel und ich werde von Kopf bis Fuß durchgeschüttelt. Ich hätte mich niemals von euch organisierten Verschwörern erpressen lassen dürfen. Sind wir wenigstens bald da? Noch nicht ganz, glaube ich. Man sieht so schlecht nach draußen. Liebliche Gräfin, es ist nur etwas eng, weil Sie so viele zusätzliche Koffer und den Vogelkäfig in die Kabine mitgenommen haben. Sowie auf 5 übereinandergelegten schwarzen Schaffellen sitzen.
Das ist auch das Mindeste. Und es ist stockfinster, weil sie darauf bestanden haben, alle Fenster der Kutsche mit dickem Tuch zu verhängen. Was ich persönlich sehr bedauere. Weil so nämlich nur unser Monokophon etwas von der schönen Gegend wahrnimmt, durch die wir fahren. Ja, der Glückliche darf oben neben Mahib auf dem Kutschbock sitzen, während wir... Hör auf, dich zu beklagen, Liliane! Klage ich etwa? Obwohl ich wirklich allen Grund dazu hätte. Also, zumindest während der letzten 5 Stunden... Und von wegen schöne Gegend. Außerhalb von Absyrdien ist es bestimmt sowieso die ganze Zeit finstere Nacht und es regnet in Strömen. Deswegen tragen die Leute ja diese Turbinen. Ihr verpasst hier gar nichts. Turbane? Aber wenn wir die Vorhänge ein bisschen zur Seite schieben würden. Auf keinen Fall! Freuen Sie sich denn überhaupt nicht, Gräfin? Gut, wir mussten Sie erst ein klein wenig überreden. Aber ich schwöre, dass Sie Ihre kluge Entscheidung nicht bereuen werden. Klein wenig überreden nennt ihr das? Ihr habt eine illegale, als irgend so ein Schlossrat getarnte Vereinigung gegründet und mich vor die Aussicht gestellt, zu vereinsamen, zu verhungern und zu verdursten. Nur deshalb bin ich jetzt mit euch eingepfercht in dieser schrecklichen Karosse. Mein armer schwarzer Kanarienvogel hat noch keinen einzigen Piep von sich gegeben. Er singt nie im Dunkeln. Wir hätten ihn doch nicht zurücklassen können. Und wer weiß, was jetzt auf uns zukommt. Das fremde Land, der unbekannte Palast. Es wird wunderbar werden, liebliche Gräfin. Die Schönheit von Lynistan sucht ihresgleichen. Abgesehen von den sonnigen Wiesen, den rauschenden Palmengärten, den fruchtbaren Feldern und den kristallklaren Flüssen wird sie auch die allgegenwärtige Höflichkeit der überaus friedlichen Menschen begeistern. Da frag ich mich wirklich, wieso du nicht dort geblieben bist, Loreline. Nun, ich kann es nicht oft genug sagen, weil Maharaja Keks mich nach der 1001. Gute-Nacht-Geschichte unbedingt zur Frau nehmen wollte. Das Angebot aus Scheffel kam gerade noch rechtzeitig. Ach, ich erinnere mich. So etwas fragt er scheinbar jede freilaufende Frau. Und trotzdem hast du es nicht nur gewagt, sondern sogar darauf bestanden, mitzukommen. Ich stehe doch jetzt unter Ihro persönlichem Schutz, liebliche Gräfin. Oder etwa nicht? Ach, schön. Und was ist dann mit mir? Wenn dieser Sklave Mammon Mahib mir nicht hoch und heilig versichert hätte, dass Exzellenz Keks mir kein neues Heiratsangebot machen wird, hättet ihr mich als Leiche nach Lynistan schleifen müssen. Dann ist es so jetzt doch viel besser, liebliche Gräfin. Sie werden sehen. Es wird alles ganz großartig. Ach, ich weiß nicht. Sind wir jetzt wenigstens endlich bald da? Noch nicht ganz, glaube ich. Man sieht so schlecht nach draußen. Irgendwann war diese bemerkenswerte Fahrt tatsächlich zu Ende. Unter viel Aufsehen der örtlichen Bevölkerung lief die Kutsche mit unseren 4 Reisenden in der Hauptstadt von Lynistan ein. Zwar konnte man in der Kabine weder die in lange bunte Tücher gehüllten Männer und Frauen sehen, die staunend und winkend den Straßenrand säumten, noch die Scharen der barfüßigen Kinder, die neben der Kutsche herliefen, solange es ging, aber unsere 3 Damen hörten natürlich die vielfältigen Stimmen und Rufe sowie 1000 andere ungewohnte Geräusche und ihre Herzen begannen schneller zu schlagen, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Selbst der gute Butler Monokophan oben auf dem Kutschbock neben Mahib, dem man sonst nicht so leicht ansah, was er fühlen mochte, hatte große Augen beim Anblick der neuen fremden Welt. So erreichte das Gespann schließlich den Palast des Maharaja. Kaum waren die Pferde zum Stehen gekommen, als Liliane und Loreline schon aus der Kabine sprangen, wo sie zusammengequetscht in einer Ecke gesessen hatten,
weil Clocunia allen übrigen Platz für sich und diejenigen Koffer brauchte, die nicht mehr in die Gepäckablage passten. Die Stimmung der beiden Lobelich-Schwestern war dennoch ungetrübt. Überrascht und erwartungsvoll blinzelten sie in ein frühlingshaftes Sonnenlicht, das auf die blütenweißen Mauern und goldenen Dächer des großen Palastes schien. Mahib half Monokophan vom Bock herunter und der alte Butler räkelte seine steifen Glieder. Dann schnupperte er fasziniert die laue Luft, die Schloss und Schlosspark umschmeichelte und aromatische Düfte zahlloser tropischer Blüten herbeitrug. Aus Büschen und Bäumen erklangen liebliche Vogelgesänge, die kein Mensch in Absurdien je zuvor gehört hatte. Und zwischen herrlichen Blumenrabatten warfen Springbrunnen glitzernde Wasserfontänen in den azurblauen Himmel. Es war ein Märchen. Nach einigem Zureden verließ schließlich auch Gräfin Clocunia vorsichtig die Kutsche. Und das, ja, das war ein so außergewöhnliches Ereignis, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir es jetzt mit einer Schweigeminute ehren. Na gut, keine ganze Minute. Denn nun durchquerte die Gräfin, eskortiert von ihrem Gefolge, das reich verzierte Portal des Palastes, während sogleich eine ganze Schar wartender Diener und Sklaven herbeieilte, um sich um das gräfliche Gepäck zu kümmern. Mahib führte unsere staunende Delegation aus Absurdien sodann in eine prunkvolle Empfangshalle, wo selbst bereits der Maharadscha mit seinem ersten Diener Aladin Lorindin huldvoll auf seine Gäste wartete. Der hochherrliche Herrscher von Lünistan, Exzellenz Maharaja Keks, drückt seine übergroße Freude aus, die verehrte Gräfin Clocunia von Scheffel zu Scheffelberg in aller Form und Würde begrüßen zu dürfen. Und bietet ihr sowie ihren mitgereisten Sklaven seine uneingeschränkte, großherzige Gastfreundschaft im Hof. Aladin! Was? Also, außer Mahib ist kein Sklave mitgereist. Die haben ja wirklich alle ein Handtuch auf dem Kopf hier. Und wo ist denn das blaue Auge des Maharajas? Oh, Liliane, bist du das? Ruhe! Aladin! Die offizielle Begrüßung ist noch nicht fertig. Monokophan, Liliane, Moralina, also wirklich, ihr bringt alles durcheinander. Aber, Exzellenz Keks, lasst mich den Gruß einfach herzlich erwidern. Es freut mich sehr, euch wohl aufzusehen und geheilt von euren Blessuren, die ihr euch damals in Absurdien zuzogt. Eure Einladung hat mich angenehm überrascht und aufs Äußerste gefreut. Ich habe daher keine einzige Sekunde gezögert, euer überaus freundliches Angebot anzunehmen. Natürlich. Keine Sekunde. Wir konnten gar nicht schnell genug packen. Wie schön. Aladin, dann wollen wir auf unsere weiteren Formalitäten verzichten. Ich bin wirklich entzückt, höchst entzückt. Hattet ihr denn eine angenehme Reise, verehrte Gräfin? Hat mein erster Sklave Mahib alles stets zu eurem Wohlgefallen arrangiert? Aber ja, es hätte besser nicht sein können. Die Zeit in dieser, ach, wundervollen fürstlichen Kutsche ist mir wie im Fluge vergangen. Ja, wundervoll. Wie im Fluge. Ausgezeichnet! Ich habe für euch, Gräfin, in meinem Palast bereits herrliche Gemächer vorbereiten lassen, in denen ihr euch wohlfühlen werdet wie eine Göttin. Ihr seid mein persönlicher Gast, solange ihr wollt. Sklavinnen und Diener stehen euch Tag und Nacht zur Verfügung. Falls ihr auch von euren eigenen Sklaven welche in eurer Nähe wünscht, werden wir selbst dafür eine Lösung finden. Die anderen bekommen eine absolut angemessene Unterkunft hinter den Pferdeställen. Also, ich würde eigentlich gerne alle bei mir behalten. Und wir sind keine Sklaven. Oh, na schön. Aber sagt bloß,
bist du nicht Loreline, meine schöne ehemalige Geschichtenerzählerin? Sehr wohl, Exzellenzkeks. Wenn ihr gestattet, die bin ich. Ah, dann bist du zurückgekommen, weil du es dir anders überlegt hast und mich nun doch... Verzeiht, Exzellenz. Ich bin jetzt die Gesellschafterin der lieblichen Gräfin Clocunia. Nicht mehr, nicht weniger. Ah, schade. Ich meine, gut, gut. Verehrte Gräfin, auch an eure anderen beiden Begleiter erinnere ich mich nun. Wir werden für alle sorgen. Ich gehe davon aus, dass ihr jetzt aber erst einmal den Staub der Reise abschütteln und euch etwas erfrischen wollt. Ach, das wäre wunderbar. Mit Staub scheint man in Lüdistan wirklich Erfahrung zu haben. Aladin und Mahib werden euch auf eure Zimmer führen. Das Gepäck wird unverzüglich gebracht. Und wenn ihr Wünsche hegt, zögert nicht, es meine Sklavinnen und Diener wissen zu lassen. Wir sehen uns wieder zum Dinner. Dann werdet ihr auch meine Frauen kennenlernen. Ach, es wird mir eine Freude sein. Alle vier Frauen. Monu, jetzt warte doch erst einmal ab. Nun denn, kommt mit uns, wenn es euch genehm ist, o hochverehrte Gäste aus Absyrien. Gern. Ich gehe mit dir, Aladin. Du willst mir bestimmt persönlich mein Zimmer zeigen. Sind deine Rippen wieder in Ordnung? Nach diesem freundlichen Empfang dürften sich die Schlossbewohner von Scheffel im Palast des Maharaja erst einmal akklimatisieren. Gräfin Clocunia fühlte sich angesichts der Tatsache, dass man sie nur unter Androhung höchster Unannehmlichkeiten zu diesem Besuch hatte zwingen müssen, allerdings erstaunlich schnell wie zu Hause. Das große, helle Gemach mit dem gigantischen Himmelbett, das man ihr zugeteilt hatte, gefiel ihr sofort. Und ebenso natürlich, dass sich ständig bronzefarbene Sklavinnen tief vor ihr verbeugten, bevor sie nach ihrem Begehr fragten. Ihr Gefolge kam zwar nicht in den Genuss genau derselben Aufmerksamkeiten, aber nachdem Aladin und Mahib dem lünistanischen Hofstaat klargemacht hatten, dass es sich entgegen allen Anscheins tatsächlich nicht um absurdische Sklaven handelte, konnten sich auch Clocunias Bedienstete über einen Mangel an Komfort nicht beklagen. Selbst Clocunias pechschwarzer Kanarienvogel wurde geradezu fürstlich versorgt. Adam Alleshaber, der fliegende Händler, bei dem man ihn gegen ein Gemälde eingetauscht hatte, behielt Recht. Dieser schwarze Roller war ein besonderes Kleinod, dessen Seltenheit sich im Palast verblüffend schnell herumsprach und die Dienerschar des Maharaja dazu veranlasste, ihm pausenlos die allerfeinsten Sämereien des Landes zur Stärkung vorzulegen. Derart verwöhnt bemerkten unsere Reisenden kaum, wie der erste Nachmittag im Palast des Maharaja verstrich. Und schon wurden sie zu einem exklusiven privaten Dinner im engsten Familienkreise des Herrschers gebeten. Liebe Gäste aus Absyrien, noch einmal ganz herzlich willkommen auf meinem bescheidenen kleinen Anwesen. Ich hoffe, ihr konntet euch bereits etwas von den Strapazen eurer Reise erholen. Bevor wir nun zur Tafel schreiten, die meine Dienerschaft vorbereitet hat, möchte ich euch noch gerne kurz mit den Maharanis bekannt machen, die sich ebenso wie ich aufs Höchste über euren erhabenen Besuch freuen. Aladin Lorendin? Ja, Meister? Walte deines Amtes. Selbstverständlich. Tretet vor, ihr Blumen des Harems von Lünistan! Vor euch! Seht ihr Absyriens Elite aus dem Schlosse Scheffel zu Scheffelberg?
welch selbige sich die Ehre gibt, euch nunmehr zu begrüßen. Verehrte Gäste, als erstes stelle ich Ihnen Maharani Lala vor, die erste Ehefrau von Exzellenz Cakes. Und darüber hinaus, Elite. Moment. Nicht übel. Sie ist nämlich meine Mama. Hey, du bist noch nicht dran, Liebes. Ja, Gräfin, ich freue mich. Aber es stimmt doch, Mama, oder nicht? Entschuldigung, tausendmal Entschuldigung. Das ist meine Tochter und mein Augenstern, Prinzessin Plätzchen. Sie ist erst 8 Jahre alt und mit den höfischen Gepflogenheiten daher noch nicht vollständig vertraut. Unsinn! Plätzchen ist nur völlig verzogen. Was redest du da wieder, Laila? Laila, du bist auch noch nicht dran. Das also sind die Absurden? Wie heißen die überhaupt richtig? Exzellenz Keks, wenn Sie gestatten, weiche ich vielleicht ein wenig vom Protokoll ab. Ja, gut. Ist ohnehin nicht mehr zu ändern. Nun denn, fürstliche Prinzessin Plätzchen, einzige Erbin des Hofes von Lünistan, dies ist Hoheit Gräfin Klukinja von Scheffel zu Scheffelberg, die 1001 Nacht gereist ist, um uns mit ihrem Besuch im Palast von Lünistan zu beehren. Echt? Du bist Künja Scheffel? Sind alle Gräfinnen bei euch so klein? Wie bitte? Plätzchen. Aladdin, nun sag, wie heißen die anderen? Prinzessin, zur Rechten von Hoheit Glukynja seht ihr den würdigen gräflichen Diener und Butler Monokophan aus Bajurien. Hallo du, sind alle Diener bei euch so alt und grau? Wieso? Also eigentlich... Mach weiter, Aladdin. Ja, und dann haben wir hier zur Linken die verehrte Gräfin, zunächst die zauberhafte... Verzeihung, ich meine, das ist Liliane Lobelich, ihres Zeichens erste Zofe. So hübsch wie meine Mama Lala bist du aber nicht. Nun, jedenfalls... Und schließlich seht ihr noch Loreline Lobelich, Lilianes Schwester und Gesellschafterin der... Oh, dich kenne ich. Warum hast du aufgehört, Papa Geschichten zu erzählen und bist einfach abgehauen? Also ich meine, er wollte... Das genügt! Plätzchen, Schätzchen, wieso gehst du jetzt nicht einfach schon mal rüber zur Tafel und holst dir eine Weintraube? Dann können die Erwachsenen noch zu Ende reden. Na gut, Papa, Kekse wären mir lieber. Aber die bekomme ich doch zum Nachtisch, oder? Natürlich, Liebes. So viele du willst. Mama verspricht es. Und jetzt ab mit dir. Bin schon weg, Mama. Aladdin, lass uns die Begrüßung abschließen. Ja, Meister. Wo waren wir? Ach ja, verehrte Gäste. Als nächstes stelle ich euch vor, die zweite Ehefrau im Harem von Exzellenz Keks, Maharani Laila. Sie ist für ihre wundervollen Stickereien berühmt, die sie Tag und Nacht für den Palast anfertigt. Es ist mir eine große Freude, euch kennenlernen zu dürfen, Gräfin Klukynja. Ganz meinerseits, Exzellenz Laila. Ach, Laila genügt. So dann ist es mir eine Ehre und Vergnügen, Sie mit der schönen Maharani Lila bekannt zu machen. Lila ist nicht nur die dritte Ehefrau im Harem von Exzellenz Keks, sondern darüber hinaus im ganzen Lande Lünistan als begnadete Gestalterin feinster Kleidermoden bekannt. Ich freue mich, Gräfin Klukynja. Mir ist übrigens keineswegs entgangen, dass Sie sich in Absurdien und darüber hinaus einen sehr guten Namen als Malerin gemacht haben. Sie sind zu freundlich, liebe Lila. Wirklich zu freundlich. Und schließlich dürfen wir keinesfalls versäumen, dass Sie auch die vierte und neueste Ehefrau des Maharaja kennenlernen, verehrte Gäste. La Leli, ich wette, sie heißt Lola. Scherzkeks. Bitte? Oh,
Nicht Sie! Nicht Sie, Exzellenz Keks! Entschuldigung, es tut mir leid. Ich meinte, es ist nichts, gar nichts. Mono, benimm dich! Setze die Begrüßung fort, Aladdin. Dies nun ist, verehrte Gäste, Maharani Amalfride von Anrüchika, welche Exzellenz Keks die Freude hatte, vor einem halben Jahr ebenfalls zur Frau nehmen zu können. Guten Abend. Wofür ich meinem wohlriechenden neuen Gatten sehr verbunden bin. Ich grüße Sie und Ihre Begleiter herzlich, Gräfin Klukynja. Ich hörte, dass wir es euch verdanken, dass mein lieber Gemahl Keks es damals gerade noch rechtzeitig schaffte, das Fürstentum Anrüchika zu erreichen und mich von meinem ersten Ehemann Winfried zu befreien, den ich leichtsinnigerweise kurz zuvor geheiratet hatte. Ach, das habe ich doch gern gemacht. Aber sagt Amalfride, war es dort wirklich so schlimm, wie man sich erzählt? Ihr habt keine Vorstellung, wie schlimm, liebe Gräfin. Brrr, ein schier unerträglicher Geruch wabert Tag aus und Tag ein durch diese Burg. Nun, der Käse, den Sie in Anrüchika herstellen, soll ja eigentlich sehr gut sein. Aber ich wusste es doch. Fürst Winfried, ein, Verzeihung, miefiger Stinkstiefel, der seine Ehefrauen ständig wechseln muss, weil sie ihn olfaktorisch nicht aushalten. Und den wollte mir mein Gefolge doch tatsächlich auch schon einmal als Gatten andienen. Oh, aber das ist lange her, Ihre Gnade. Und wir dachten natürlich nicht ernsthaft. Genug! Verehrte Gäste, liebe Anwesende, meine Freunde, ihr müsst inzwischen sehr hungrig sein. Nun, da wir uns alle kennen, lasst uns nicht länger warten und zu Tisch schreiten, wo schon die erlesensten Gerichte Lünistans warten. Gräfin Klukynja, darf ich mir die Ehre geben und euch zu eurem Platz geleiten? Nachdem unsere Reisenden auf diese Weise formvollendet mit dem Hofe von Lünistan bekannt gemacht worden waren, begab man sich zu Tisch. Während Klukynja den Ehrenplatz rechts neben dem Maharaja am Kopfende der Tafel erhielt, saßen die Haremsdamen Lala, Laila, Lila und Amalfride auf der einen Längsseite und unsere drei von all der Pracht noch völlig überwältigten gräflichen Bediensteten Liliane, Loreline und Monokophan ihnen gegenüber auf der anderen. Für Prinzessin Plätzchen war eigentlich links neben ihrem Vater gedeckt, doch da sah man sie nie lange. Sie huschte ständig herum und war die ganze Zeit nur schwer zu orten. Was das Festmahl betraf, kann ohne Übertreibung gesagt werden, dass es an wahrlich nichts fehlte. Eine Heerschar von Dienern in blütenweißen Kaftanen servierte gleich zu Beginn drei verschiedene herrlich duftende Suppen. Und dann folgte ein Menü aus so vielen Gängen, dass die Gäste aus Absurdien irgendwann mit dem Zählen aufhörten. Würziger, gedünsteter Fisch wechselte ab mit knusprig geröstetem Fleisch und Geflügel und irgendwann wurde sogar ein ganzer Hammel am Spieß aufgetragen. Garniert war jedes Gericht mit zahllosen verschiedenen, aufs liebevollste angerichteten Beilagen aus Reis, Hirse und feinstem exotischem Gemüse. Ein wahrer Schmaus für Auge und Gaumen. Dazu flossen endlose Ströme an rotem und weißem Wein. Und wenn jemand sein Glas auch nur halb geleert hatte, entging das den aufmerksamen Bediensteten des Maharaja niemals. Als ein paar unbedeutende Stunden später eine laue, sternklare Nacht vor den schön geschwungenen Fenstern stand und der gesamte Speisesaal von unzähligen Kerzen in silbernen Kandelabern erleuchtet war,
wurden zum Nachtisch farbenprächtige Süßspeisen, mächtige Torten und riesige Schalen mit erlesenen Früchten hereingebracht, von denen die Delegation aus Absurdien kaum noch in der Lage war, auch nur einige wenige Krümel zu verspeisen. Begleitet wurde das Festessen durch vielfältige, angeregte Gespräche über dieses und jenes, wobei man sich immer zwangloser unterhielt, je länger der Abend dauerte. Gönnen wir uns vielleicht also noch einen Blick, ein Ohr, auf die wohlig entspannte Gesellschaft, nachdem Sklavinnen in tiefblauen Gewändern zum Abschluss starken, heißen Mokka sowie hauchdünne Porzellanschälchen mit Rosenwasser kredenzt hatten, zu denen sie jedem Gast auch seidige Erfrischungstücher reichten. Liebe Clocunia, wir haben schon viel über Ihre einzigartige gegenständliche Malerei gehört. Wollt ihr uns nicht ein wenig mehr über die Kunstszene in Absurdien berichten? Stimmt es zum Beispiel, dass bei euch seit kurzem auch sehr, abstrakte Bilder verkauft werden, die fast so aussehen, als wären sie nicht von Menschenhand gemacht? Oh, liebe Lila, Sie meinen die sogenannten Gemälde von Picasso. Richtig. Man redet gerade viel darüber. Nun, leider, muss ich sagen, sind diese Machwerke tatsächlich gerade stark in Mode gekommen. Wobei ich sie dennoch nicht als Konkurrenz fürchten würde, wenn es mir ärgerlicherweise im Moment nicht erheblich an Leinwand fehlte. Sie ist bei uns in Fassheim kaum noch zu bekommen. Und deshalb kann ich viel weniger meiner großen Stillleben malen, als ich gerne würde. Tatsächlich, liebe Clocunia? Das ist jammerschade. Was kann man denn da tun? Ich liebäugle nämlich schon seit langem mit den Gedanken, eines eurer vielgerühmten Gemälde zu erwerben. Oh, wie schmeichelhaft, lieber Keks. Ihr würdet es nicht bereuen. Ich darf in aller Bescheidenheit sagen, dass meine Bilder wirklich keinen Vergleich mit dem erbärmlichen Gekleckse scheuen müssen, welches dieses Schwein mit seinem Rüssel fabriziert. Ja, eine echte Sauerei. Ach, wie ist das zu verstehen? Schwein? Sagten Sie, lieber Clocunia? Genau. Ist das in Lünistan nicht bekannt? Picassos Pfuschereien sind tatsächlich nicht von Menschenhand gemacht. Ein Fassheimer Bauer kam nämlich auf die Idee, einer nervösen Sau in Farbe getunkte Pinsel ins Maul zu stecken, das Vieh vor eine Staffelei zu stellen und Picasso zu taufen. Nein, wirklich? Ich schwöre, die Bilder verkauft er anschließend zu Wucherpreisen an sogenannte Kenner, die sich seither hitzige Dispute über die tiefere Bedeutung und künstlerischen Absichten hinter dem Geschmiere liefern. Es ist eigentlich peinlich. Ach. Sagt bloß, lieber Keks, dass ihr zwar noch kein Bild von mir besitzt, aber auch bereits so einen Picasso erworben hat? Aber nein. Ich meine, so etwas Absurdes aus Schweinien, Schweinisches aus Absurdien würde mir selbstverständlich nie in den Palast kommen. Papa, du schwindelst. Plätzchen, wo kommst du denn schon wieder her? Liebes, wieso bist du noch Papa, nicht im Bett? Du hast mir neulich gesagt, dass das neue Bild in unserem Audienzzimmer vom großen Meister Picasso ist. Und dass es ganz viel Gold gekostet hat. Stimmt doch, Mama, oder? Also ich kann dazu... Hör zu, Prinzessin. Wir führen hier Erwachsenengespräche. Es ist außerdem schon viel zu spät für dich. Lass dir von Maheb in der Küche noch ein paar Kekse geben und dann ab in dein Schlafzimmer. Aber ich will nicht. Kein Widerspruch. Los jetzt. Na gut. Aber du hast trotzdem geschwindelt, Papa. Nun... Verzeiht, sie ist einfach völlig übermüdet. Sie ist völlig verzogen. Laila, hör auf. So redest du nicht über sie. Nun,
Sie ist wirklich ein süßes Plätz-Mädchen, oder nicht? Ach, entzückend. Ist sie euer einziges Kind, lieber Keks? Ja, in der Tat, in der Tat. Sie ist aber auch anstrengend genug. Was? Vier Frauen und nur eine Tochter? Nukufan! Entschuldigt, mein Butler, er ist Wein nicht gewöhnt. Ich habe fast nichts davon getrunken. Was ist falsch an der Frage? Sei einfach still, Mono. Verzeiht, wenn ich mich einmische, lieber Gemahl. Ich bin zwar erst kurz mit dir verheiratet, aber ich habe mich nun in der Tat auch schon etwas gewundert, warum dir bisher nur Lala Nachwuchs schenkte. Hatten wir nicht vorhin von Kunst gesprochen? Von fehlenden Leinwänden und pinselnden Schweinen? Vielleicht hätte es Maharani Lala ja an die Damen Laila und Lila weitergeben müssen. Das Plätzchenrezept. Also wirklich, Monokofan, für dich ist es auch höchste Schlafenszeit. Nun ja, liebste Lala, ich finde, da ist sogar was dran. Vielleicht solltest du dich einfach nicht ständig in den Vordergrund drängen und immer auf Lieblingsfrau des Maharaja machen. Was? Du eifersüchtige Schlange, Laila. Vielleicht solltest du einfach nicht Tag und Nacht in deiner Kemenate alberne Stickereien basteln, sondern dich stattdessen etwas mehr um den Maharaja bemühen. Maharanis, wir wollen doch nicht vor den Gästen. Was hat er mit Plätzchenrezept gemeint? Ach ja, Lala Supermama. Und mir willst du jetzt wahrscheinlich gleich wieder vorwerfen, dass ich mich zu sehr mit meinen Modeentwürfen befasse? Dabei bist du bloß neidisch, dass du es außer zu einer wirklich völlig verzogenen Tochter hierzu gar nichts gebracht hast. Wartet, liebe Mitgemahlinnen. Und verzeiht Klukynia, das sind nur ein paar kleine, schnell vorübergehende Differenzen. Halte du dich da raus, Grünsperling, Amalfriede, und werde erst mal trocken hinter den Ohren. Langsam, Laila. Alles muss ich mir nicht bieten lassen. Keks, Liebling, sag etwas. Überhaupt. Plätzchen ist nicht verzogen. Sie ist, im Gegensatz zu manch anderer Person hier, einfach aufgeweckt, intelligent und langweilt sich nur. Aber so etwas könnt ihr dumpfen Kemenatenhockerinnen natürlich nicht nachvollziehen. Das reicht, Lala Lieblingsmätresse. Oh, große Götter des Orients. Ja, lass nicht los! Schon wieder, nicht vor unseren Gästen. Haltet ein! Schleimschnecke! Stricknacker! Monokofan, was hast du getan? Ich? Aber vier Frauen! Ich wusste doch nicht... Mutterpflanze! Aladin! Bringt sie auseinander! Wo seid ihr denn, ihr Feiglinge, wenn man euch braucht? Muss ich schon wieder persönlich dazwischen? Mit diesem munteren Treiben endete im Palast von Lynistan das Begrüßungsfestmahl für die Gäste aus Absurdien. Zur Ehrenrettung des Maharaja kann und zum größten Bedauern von Prinzessin Plätzchen muss gesagt werden, dass es in den folgenden Tagen keine weiteren Vorfälle mit ähnlich hohem Unterhaltungswert mehr gab. Was möglicherweise daran lag, dass man die vier Maharanis ab da nie mehr alle zusammen sah. Falls überhaupt, ließ sich Maharaja Keks immer nur von einer oder zwei seiner Frauen begleiten, wenn er Klukynia und ihrem staunenden Gefolge nunmehr die vielen Wunder Lynistans persönlich vor Augen führte.
Eines seiner eigenen Augen war im Übrigen aufgrund einer kleinen Nachwirkung des Dinners von jenem schönen Blau-Violett umgeben, welches ihn bereits in Absurdien infolge einer Auseinandersetzung mit dem Dorfbüttel von Fassheim sehr vorteilhaft ausgezeichnet hatte. Für Clocunia und ihr Gefolge sah Keks in der Tat erst jetzt wieder so richtig vertraut aus. Es würde leider zu weit führen, die ganzen Details des großartigen Besuchsprogramms aufzuführen, das man in Lünistan unseren Schlossbewohnern nun reichlich gewährte. Wir wollen uns damit begnügen, festzuhalten, dass Gräfin Clocunia mit einer nimmermüden Begeisterung, welche man ihr nie zugetraut hätte, von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit jagte, dass Liliane keine Gelegenheit ausließ, irgendwie in die Nähe des ersten Dieners Aladin zu gelangen, während ihre Schwester Loreline bezüglich des Maharaja genau das Gegenteil tat, da sie seinen Absichten immer noch nicht ganz traute. Monokophan hingegen klagte noch ziemlich lange über ungewohnte Kopfschmerzen, was ihm aber nur die schadenfrohen Kommentare derjenigen einbrachte, die wussten, dass er normalerweise nie Alkohol trank. Außerdem rettete es ihn nicht, zum bevorzugten Opfer der Streiche von Prinzessin Plätzchen zu werden, vor denen am Hofe niemand sicher war. Plätzchen, Liebes, hast du dem armen Butler der Gräfin vorhin schon wieder die Schnürsenkel zwischen seinen Schuhen zusammengeknotet? Wieso, Mama? Ich habe es genau gesehen. Wie sollen unsere Gäste den herrlichen Schlosspark unbeschwert genießen, wenn du ständig irgendwelchen Schabernack mit ihnen treibst? Hä? Ich mach doch gar nichts. Ach was! Verrate mir lieber, wie du auf eine so dumme Idee kommst. Das ist keine dumme Idee, das hat mir ein Kobold gezeigt. Ein Kobold? Wie interessant. Aber den kann nur ich alleine sehen. Edge, ihr alle nicht. Ach, da sitzt ihr zwei. Was machen unsere Gäste? Sie gehen gerade im Park spazieren, lieber Gemahl. Sie versuchen es jedenfalls. Und was hörte ich von einem Kobold? Ach, gar nichts, Papa. Ich bin schon wieder weg. Ach, weißt du, Plätzchen hat immer so eine wunderbare Fantasie. Wir können wirklich stolz auf unser begabtes Kind sein. Nun ja, vielleicht würde es aber auch nicht schaden, sie auf eine kleine Auslandsbildungsreise zu schicken, um ihr ein paar ihrer Flausen auszutreiben. Was meinst du, Lala? Also, ich weiß nicht, lieber Gemahl, woran denkst du denn? Wie wäre es mit Absurdien? Im Sommer dann? Darüber sollten wir nachdenken. Zum Glück ahnten unsere Bewohner von Schloss Scheffel nichts von diesen bedrohlichen Ideen. Und nachdem eine verhältnismäßig unbeschwerte sowie jedenfalls uneingeschränkt anregende Zeit in Lünistan viel schneller verflogen war, als man sich das hätte vorstellen können, kam der Tag des Abschieds herbei. Die Koffer wurden gepackt und eines strahlenden Morgens bestieg man wieder die fürstliche Kutsche und zog los – nicht ohne die ein oder andere, mehr oder weniger heimliche Träne im Auge, während der Maharaja und sein Hofstaat den Scheidenden nach der tausendsten Versicherung, sich bald wiedersehen zu wollen, mit bunten Tüchern hinterherwinkte. Zurück im flotten Trab ging's dann in das immer noch eher winterlich anmutende Absurdien. Aber nicht nur deshalb, sondern auch sonst würden alle unsere Reisenden ab jetzt etwas vermissen – seien es die dienstbereiten Sklavinnen, der gute Wein, der gute Aladin oder die erlesenen Sämereien.
In der Kabine der Kutsche war es noch einmal ein ganzes Stück enger geworden, weil es sich Maharaja Keks nicht hatte nehmen lassen, der Gräfin zum Abschied eine große Menge feiner Leinwand zum Malen zu schenken, zusammen mit dem Versprechen, jederzeit noch mehr davon zu liefern, so sie das wünschte. Denn man hatte in Lünistan offenbar ausreichend Vorräte. Dafür dürften Liliane und Loreline tatsächlich ab und zu die dunklen Vorhänge vor den Kutschfenstern ein wenig zur Seite schieben und die draußen vorbeiziehende Landschaft genießen. Ganz besonders tat das freilich der gute Monokofan, der wiederum neben Mahib hoch auf dem Kutschbock saß und der sich immer wieder selbst dankbar dafür gratulierte, dass er Prinzessin Plätzchen entkommen und ansonsten nur von 3 Frauen umgeben war, nicht gleich von 4. Sie hörten Geschichten aus Absurdien, XXL Special Folge A0, die Reise nach Lünistan, eine Hörspiel-Comedy von Stefan Fabri. Die Sprecherinnen und Sprecher waren Erzählerin Christine Helmeke, Gräfin Klukynja von Scheffel zu Scheffelberg, Anja Klukas, Maharaja Keks, mein Papa. Also Moment, du meinst Andreas Strohmeier. Der spielt im Stück den Maharaja Keks, deinen Papa. Sag ich doch, das ist aber mein Papa. In echt? Echt? Echt. Aber du bist nicht meine echte Mama. Nur im Stück. Kann ich jetzt weitermachen? Ja, klar. Butler Monokofan aus Bajurien, Volker Lüdecke. Gesellschafterin Loreline Lobelich, Nadine Groß. Prinzessin Plätzchen? Ah, das bin ja ich. Schön zu wissen. Und wer bist du? Na, die Tochter von meinem Papa. Schon klar. Und wie heißt du? Na, auch so wie mein Papa. Naja, zur Hälfte. Also im Stück bin ich eine Prinzessin. Das ist cool. Und in echt heiße ich Marlene Strohmeier. Das ist doch klar. Klar. Kann ich weitermachen? Ja, mach, Marlene. Sonst werden wir hier nie fertig. Erster Diener Aladin Lorendin, Thorsten Möser. Sklave Mahib, Matthias Heil. Maharani Lala. Ah, das bist du, aber nicht meine echte Mama. Das sagtest du schon. Und wie heiße ich? Tina. Tina Wolf. Du bist im Stück die Maharani Lala. Genau. Weiter im Text. Stress mich nicht. Also, Maharani Laila, Laura Hensel. Maharani Lila, Janine Koch. Maharani Amalfriede von Anrüchika, Nina Chivati. Intro und Credits, das bin wieder ich. Und ich. Aha, und wie heißt du? Hast mich erwischt, Prinzessin. Na schön, mach weiter. Okay, dann kommt jetzt der Rest. Verantwortlich für Idee, Skript, Sound, Musik und Schnitt ist Stefan Fabri. Die Soundquellen stammen von freesound.org. Das Coverdesign schuf Anja Klukas. Dieses Hörspiel entstand im Jahr 2023 im Rahmen eines Projekts auf hörtalk.de. Es steht unter Creative Commons 4.0 Lizenz. Und jetzt will ich einen Keks.